Moin Janni, wir haben dich hier gerade frisch vom Trainingsplatz geholt. Wie ist es? War es heute richtig schön intensiv? Ja, heute war eine sehr anstrengende Einheit. Am Ende Turnierform gehabt, 5 gegen 5, 3, nee, 4 Durchgänge sogar, 3 Minuten. Das war schon länger als sonst. Aber wir haben gesehen, auch eine Menge Tore, auch von dir. Gut Rückenwind für die Woche, oder? Wenn man schon im Training ordentlich einnetzt. Ja klar, es macht immer Spaß. Hätten ruhig noch ein, zwei mehr sein können. Aber ja, Turnierform macht generell mal Spaß. Es ist immer viele Ballberührungen hast du und intensiv, Zweikämpfe, es macht immer viel Spaß. Apropos Einnetzen, letzte Woche haben wir ein Testspiel gehabt hier am Trainingsgelände gegen Eintracht Braunschweig. Du hast den 1:0 Siegtreffer, den Endstand erzielt. Gibt dir das persönlich auch so ein bisschen Rückenwind für so eine Trainingswoche? Ja klar, im richtigen Spiel ist natürlich, also Freundschaftsspiel ist natürlich nochmal was anderes zu treffen als im Training. Das ist ganz normal, weil natürlich die Intensität ist nochmal extremer, nochmal höher, der Gegner ist nochmal ein Stück weit fokussierter und das ist immer ein gutes Gefühl, ja, das freut einen. Jetzt haben wir das letzte Bundesligaspiel in Stuttgart gewonnen, hatten jetzt ein Wochenende frei. War es gut für den Kopf, dass jetzt frei war, oder war es eigentlich ein bisschen schade, weil man den Schwung gerne mitgenommen hätte? In dem Fall muss ich sagen, ich hätte ganz gerne gespielt tatsächlich, weil man dann so einen gewissen Rhythmus halt weiter beibehält. Und gerade das Gefühl gegen Stuttgart, die Woche hat man das gemerkt. Nach dem Spiel waren wir sehr, sehr glücklich. Die ganze Mannschaft war einfach zufrieden und richtig happy. Und wäre natürlich schön gewesen, hätten wir das eine Woche später nochmal zeigen dürfen. Und ja gut, das Gefühl ist nicht verflogen. Es ist einfach schön, das Spiel gewonnen zu haben und wir wollen wieder gewinnen, weil das Gefühl einfach sehr, sehr schön ist. Lass uns einmal kurz noch auf das freie Wochenende blicken. 2 Tage habt ihr frei gehabt, mal ein bisschen den Kopf durchlüften. Was hast du gemacht? Wie entspannst du dann an so einem Wochenende? Je nachdem. Also ich war letzten Monat war ich in Hannover bei meiner Familie. Jetzt dieses Wochenende bin ich hier in Bielefeld tatsächlich geblieben, 3 Tage. Weil ich fühle mich hier sehr wohl und hatte keinen Grund mal wegzufahren, auch bei dem Wetter. Weil es ja überall dasselbe Mistwetter in Deutschland. Und ach, deswegen, ich habe die Zeit hier sehr genossen. Sehr gut, dann lass uns auf den nächsten Gegner blicken. Samstag kommt der VfL Wolfsburg in die Schuko Arena, ein aktueller Champions League-Teilnehmer. Habt ihr euch schon ein bisschen auf den Gegner vorbereitet? Was erwartet uns da? Ja, jetzt explizit noch nicht darauf vorbereitet, aber es wird ab morgen dann intensiv losgehen. Wir haben ja, wenn man Wolfsburg die letzten Wochen verfolgt hat, neuer Trainer. Die Ergebnisse sind wieder sehr, sehr stabil. Sie gewinnen oder haben 4-5 Mal jetzt gewonnen. Das nimmt man natürlich mit, das sieht man natürlich. Und klar, ist natürlich wahrscheinlich eine andere Spielidee als die, der Van Bommel dort hatte, jetzt im Vorfeld. Wir sind gespannt, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und wissen, dass wir auch, wenn wir uns richtig reinhauen, dass wir auf jeden Fall eine Chance haben. Ja, ich wollte gerade nachhaken, die Favoritenrolle ist auf dem Papier vermeintlich geklärt. Trotzdem geht ihr mit der Maßgabe rein, dass ihr da 3 Punkte holen wollt? Ja, natürlich, in jedes Spiel gehen wir rein, auch wenn es gegen Bayern ist. Klar wissen wir auch, dass die Mannschaften, weil das Bayern-Wolfsburg, na klar, Bayern nochmal eine Etage höher, aber gerade Wolfsburg auch eine extrem starke Mannschaft in der Liga ist, die wieder den Anspruch haben, sich für die Champions League zu qualifizieren und die wollen wir auf jeden Fall ärgern. Und wenn wir da dranbleiben, dann können wir das schaffen. Kommen auch wieder über 20.000 in die Schuko Arena, die tragen euch dann hoffentlich. Danke, Janne, dass du dir nach dem Training die Zeit genommen hast und dann sehen wir uns am Samstag in der Schuko Arena. Danke, ich freue mich auch, danke.